Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Quarry. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich Dankeschön für die Unterstützung bis hierhin. Gerne weiter liken, kommentieren, weiter mich unterstützen, weiter mir mental zur Seite stehen, Freunde. Denn, ja, ich halte das nicht mehr aus. Ich kriege richtig Bauchschmerzen, wenn ich dieses Spiel spiele, wegen Lachen. Viel Lachen. Nicht wegen Horror. Obwohl es die Meister des Horrors sind. Vergesst das nicht, Freunde. Wir machen weiter. Checkt auf jeden Fall auch gerne das Gewinnspiel ab. Link in der Videobeschreibung. Bei meinem Partner könnt ihr den Game eurer Wahl gewinnen oder Guthaben, um euch dann selber dieses Spiel zu gönnen, Freunde. Ist krass, oder? Habt ihr Bock? Was zum... Tjo. Also sie hat sich nicht verwandelt, aber hat einen Kopfschuss einfach so überlebt. Aber ist sie nicht irgendwo anders... Ist sie nicht hier in dem Gang umgekippt? Fragen über Fragen, Freunde. Oh. Irgendwie macht es aber auch nicht so viel Sinn, dass die jetzt hier einfach liegen gelassen haben, oder? Aber gut, was sind da Fragen? Alter, was haben die für eine krasse Tiefkühltruhe, Alter? Was geht ab? Schon ready für den Sommer, Alter. Schön ein bisschen Eisfreude. Was ist euer Lieblingseis? Ballert es in die Kommentare. Okay. Ja. Und ansonsten kann man hier wieder absolut nichts untersuchen. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Den Tisch. Der Tisch, Junge, Tisch. Okay, gut. Dann gehen wir halt da durch. Also, ja, komisch. Also. Lassen sie einfach hier liegen. Ah, gut. Obwohl die sich ja eigentlich auch auskennen müssen. Ne? Die müssen sich ja eigentlich auskennen. Mit Hinweisen, mit Merkmalen, wann jemand infiziert ist und wann nicht. Aber ja, gut, ja, ist geil. Tja. Achso, nee, das war nur eine... Wow, geiler Spiegel, Alter. Geiler Spiegel. Das war leider nur ein Licht. Ja, das meine ich, Freunde. Das ist wirklich das beste Beispiel direkt schon wieder. Du kannst wirklich so wenig interagieren, ne? Ich verstehe es gar nicht. Du hättest doch viel mehr so Berichte machen können. Vor allem dieser Zirkus, was... Hä? Kann ich weiterlaufen? Ich kann nicht weiterlaufen, das kenne ich. Du hättest noch viel mehr Berichte machen können über den Zirkus oder über die Familie. Jetzt läuft's. Irgendwas schreiben können, aber. Ja. Kein Bock gehabt anscheinend. Na gut. Was ist das für eine Riesenwanne, Alter? Dieses sieht so komisch aus! Das sieht so komisch aus, ey. Das sieht irgendwie voll komisch aus. Wie klein ist die? 1,20? Alter Schwede, die kann da reinfallen. Ist das Bobbys, Wanne oder was? Aber, also, weißt du, wo kriegst du so eine riesige Bobby-Wanne her? Und so ein Bobby-Scheißhaus. Ja, das ist Bobbys Ort hier. Extra Anfertigung, ich bin ein Geist, ich schwebe über dem Boden. Ja, technisch ist es super geil, das Game. Und wieder kann ich mit nichts interagieren. Also, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich habe manchmal immer so den Eindruck, dass viele, wie gesagt, jeder soll seine eigene Meinung haben, aber ich habe manchmal zumindest den Eindruck, dass einige das immer so sehen, die fanden Man of Medan scheiße, so wie ich zum Beispiel, oder Little Hope scheiße, House of Ashes nicht so nice, so alles so Medium, weißt du? Und dann kommt ein Spiel, was vielleicht jetzt aus deren Sicht besser ist, das mag ja auch so sein für den einen oder anderen, und dann wird es aber nicht nur, wird nicht gesagt, oh, ist schon besser als House of Ashes oder sowas, sondern, ey, das ist voll geil. Also, keine Ahnung, so habe ich manchmal den Eindruck, dass so manche dann nicht sagen, ey, ich finde es besser als die letzten Dark Pictures-Dinger,
sondern es heißt, ey, das ist viel geiler, das ist fast auf Until Dawn Level. Aber wie gesagt, so, jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich sehe es halt überhaupt nicht so, überhaupt nicht. Und wie gesagt, beim ersten und wichtigsten Punkt versagt dieses Spiel komplett. Und ich weiß nicht, ob jemand unter euch dabei ist, der sonst leichte Angst hat, aber in Sachen Horror versagt dieses Spiel komplett. Und es ist ein Horrorspiel. Wie kann es also gut sein, wenn es im großen Punkt, womit der Werbetext losgeht, die Meister des Horrors, wenn es da schon versagt? Und die geben mir auch nicht genug Action, Alter. Nicht genug Möglichkeiten. Ich habe wirklich alles versucht, wa? Und ich habe wirklich alles versucht, die Leute abzuknallen, abzustechen, zu erwürgen, anzuspucken, zu zertreten, zu boxen, zu kitzeln, irgendwas. Ich habe alles probiert, wirklich. Ihr habt ja gesehen, wie viele Kapitel versuche ich schon aggressiv da reinzugehen. Hab ich sogar extra gesagt am Anfang des Videos. Ab dem Punkt immer aggressiv, immer dem anderen gegenüber so mäßig ins Gesicht spucken und ich konnte nichts machen, ich konnte nichts entscheiden. Eigentlich sind die immer noch alle cool miteinander. Das ist ganz komisch. Ach ja. Ach Leute, was soll ich dazu sagen? Und auch nochmal für die Leute, die dann sagen, ja, dein Spiel ist doch nicht. Ja, natürlich, klar, Spiel ist ja nicht. Aber erstens, auf der einen Seite, wir machen uns ja gemeinsam lustig. Das ist ja der Spaß daran. Das ist der einzige Spaß, den ich habe an diesem Spiel. Wir machen uns gemeinsam lustig über das Spiel, ja? Das ist der erste Punkt. Das ist der zweite Punkt. Ja, ich habe das Spiel zweimal bezahlt. Natürlich spiele ich die Scheiße mindestens durch. Natürlich, ist doch klar. Mindestens will ich das durchspielen. Um es dann vor allem auch am Ende, wenn ich es durchgespielt habe, zumindest für meinen Run, ja, ich habe ja dann natürlich nicht alles gesehen, aber trotzdem für meinen Run beurteilen zu können, ne? Also, ja, das sind so die Hauptgründe. Und wie gesagt, ja, wenn ich es jetzt abbrechen würde, wäre ich ja wieder der Böse. Ja? Obwohl ihr seht, dass das Spiel nicht geil ist, aber trotzdem wäre ich dann wieder für einige der Böse. Hey, du hast zu deutsch, du hast zu deutsch, bla 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 bla. So, okay, wann mit der Jägertrophäe? Oder Jagdtrophäe? Die Jagderrungenschaften der Hackets. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Warum nicht? Wir echt Bären? Was haben die wirklich mit ihren Bären? Ich finde Bären ja auch super schön, ne? Tolle Tiere. Aber was habt ihr die ganze Zeit mit den Bären? Was ist das? Was wird hier für ein Bild gezeichnet? Spiel, los geht's hier, zack. Dann aber kannst du mit einem Klavier interagieren und es spielen. Und dich richtig schön dämlich, ja, bemerkbar machen, weißt du? Ach, Mann, ey. Ach, keine Ahnung. Hätten sie wenigstens mehr Action reingepackt, dann wäre ich auf jeden Fall. Dann wäre ich cooler dabei gewesen, ey. Ey, die gucken mich an, ey. Bin ich auch wirklich ekelhaft, sowas, ne? Ausgestopfte Tiere, ey. Gar nicht mein Ding. Gar nicht mein Ding. Erstmal hier rein, oder was? Der Familienbaum? Stammbaum? Hackett's Stammbaum. Geschichte der Hackett's. Ich habe auch, muss sagen, ja klar. Ich habe aber auch einiges übersehen, ne? Ja, muss man aber auch dazu sagen. Es gibt natürlich schon einiges mehr zu entdecken. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, auf die Spielzeit. Ich denke trotzdem, ich würde schon frech. Was ist frech? Ich würde schon sagen, bei House of Ashes kannst du trotzdem mehr entdecken. Hm. Ah, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so, dass ich hier durchrushe, ne? Also so ist es jetzt auch nicht. So, jetzt scheiße, jetzt, wo war denn das Ding? Da oben, ne? So, die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Okay. Ja, gefühlt gibt es die meisten Familien sehr lange schon. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Hey, wir sind da. Wir wurden jetzt einfach auf die Erde geschickt. Oder so. Die meisten Familien gibt es da sehr lange, oder nicht? Alter, krass, Junge. Da hört's auf. Jetzt ist Ansage, Alter. Okay. Was hier? Geh gar nicht drauf ein. Jetzt. Empfangsbestätigung. In diesen Elektrokäfigen sollen wir Chris, Caleb und Kaylee während jedes Vollmonds
in der Camp-Saison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Okay, alles klar. Das letzte, was sie wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Seine Fährte wittern oder solange wir das Blut benutzen. Punkt. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts. Nächste Seite. Schiefgehen. T. Chris, Caleb und Kaylee. Per Expressversand. So riesige Käfige. Okay. Die Sonne. Ja, schön. Mensch, die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Ist das nicht schön? Passiert jetzt wieder was? Oder ist einfach Laura wirklich die langweiligste Spielfigur aller Zeiten? Wie geht's, Schätzchen? Habt ihr gebumst? Ach, die haben sie extra da liegen lassen, wa? Ja, okay. Keine Schusswunde. Oder? Mir geht's besser. Sie ist infiziert. Sie ist gebissen. Oh, willst du nochmal schießen? Hat letztes Mal ja toll geklappt. No! Ich hab vielleicht nicht genug Silber, um dich zu töten. Aber ich kann dich leiden. Ja, das ist mein Man. Wow, Junge, zieh durch! Ich mach gar nichts, stech sie ab. Jawoll! Ja, lass sie leiden, Alter. Ich mach gar nichts hier. Ey, ich guck dann genüsslich zu. Schön, jawoll. Travis, mach, dass du herkommst. Für die brauchen wir Silber. Travis? Verdammt, wo steckt der? Nö, ich mach gar nichts. Ich hab nichts gedrückt. Gar nichts. Oh, shit. Wo seid ihr genau? Lass sie nicht laufen, halt sie auf! Hey, was ist jetzt los? Hat die jetzt Infrarotblick oder was? Was war das denn jetzt? Ist sie, kann man die nicht töten oder was? Was soll das? Ey, wer hat entschieden, dass die Hauptfigur mäßig sein soll? Warum spielen wir die langweiligste Videospielfigur aller Zeiten, Alter? Unfassbar. Sie kann im Dunkeln sehen, sie ist eine! Das haben wir verstanden. Wo bist du? Jetzt schaue ich zu, wie du krepierst, Mädchen. Oh mein Gott. Das ist übrigens der Mann gewesen, der gerade gesagt hat, hey, wir haben zu wenig Kugeln, wa? Ihr hört so. Alle auf damit! Jetzt gleich! Sie ist gebissen, Travis. Kill sie! Ja. Ja, füll sie mit Silber, Sohn. Hab den Controller schon zur Seite gelegt, vorne. Halt! Halt! Oi, oi. Stopp! Oh mein Gott, das ist so lächerlich. Es ist, Ah, gut. Du bist wach. Ich dachte schon, dass ich dich atmen spüre. War nur nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich dich schon töten soll. Ich warte meistens, bis man es mir sagt. Nein! Nein!
Du wartest hier. Ich frage meinen Dad. Guter Sohn, guter Sohn. Dad? Dad? Dad, bist du Wollen da? Wollen Sie töten, Dad? Bobby? Travis, wo ist Dad? Wo bist du? Travis? Ich hab einen Lebendtier. Töte ihn! Hab den Jungen. Gebissen, Bobby. Na, das glaube ich nicht. Er blutet aber. Ich glaube, er stirbt. Wie ist deine Position? Ich stehe. Nein, wo du bist, Bobby. Oh, in dem kleinen Raum im alten Flügel. Weißt du wo? Ja, halt ihn dort. Ich komme. Ach, glaub mir, der geht nirgendwo. Er ist weg! Ich mach gar nichts. Ohne Scheiß, ich mach gar nichts mehr. Das hier, das Freunde, das ist nicht. Eigentlich ist es nicht der Kinomodus, aber irgendwie spiele ich ihn gerade so. Jetzt los. Obwohl gefühlt muss ich wahrscheinlich doch eher so versuchen abzuhauen. Weil wenn er ihn jetzt wirklich behält, bis Travis da ist, dann wird Travis ja wieder sagen, nee, lass ihn leben oder sowas. Travis, die Pflaume. Komm schon mal. Das ist mein Messer. Nein, bitte, bitte. Niemand nimmt mein Messer. Du spinnst doch. Du tropfst ja wie ein Saftkarton. Ja, bitte, du kannst mir doch helfen. Nein, Mann, du verblutest. Ich kann dich höchstens früher von deinem Elend erlösen. Gnadentod. Laura! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Laura! Wow, wow, langsam, langsam. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ich meine, ich wollte das nicht sagen, nur... Hättest nicht mitkommen sollen. Glaubst du? Das wollte ich gar nicht erreichen. Okay. Dass sie Schuldgefühle empfinden kann, das ist mir neu. Sterbe ich jetzt? Hoffentlich. Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Sie beißt ihn. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Das Gefühl habe ich auch die ganze Zeit. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Kurze Verständnisfrage. Er sagt jetzt auch, er muss Chris töten. Ich habe das so verstanden,
dass man den Werwolf-Typen oder Typin, ja, wir müssen ja gendern anscheinend, töten muss, der einen infiziert hat. Oder woher wissen die, dass Chris der allererste Werwolf war? Wurde das irgendwie gesagt? Dann habe ich es vielleicht wieder vergessen. Das kann wirklich sein. Das ist meine Schuld jetzt, aber ich habe das so verstanden, dass man den töten muss, der einen infiziert hat. Ich dachte, so wäre die Reihenfolge. Nicht, dass alle Chris töten müssen. Alle hassen Chris. Was soll das? Was ist hier los? Das ist eine geile Sitcom gewesen, aber macht doch hier so einen Scheiß nicht. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Oder bin ich der Einzige, der das falsch verstanden hat? Kann auch sein. Keine Ahnung. Kann mein Fehler sein. Lassen und leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir es oder nicht? Ja, wenn er jetzt hier verblutet, ist auch langweilig. Oder? Na, komm, scheiße. Nee, komm, stirb einfach. Ich glaube, einer von uns sollte ein Mensch bleiben. Ich werde, so hat dann niemand entschieden, du, oder? Daran denkst du doch nicht. Du brauchst nur jemanden für die Drecksarbeit. Sei still. Ist ja kein Problem, wenn ich und Max deine Freunde infiziert sind. Hauptsache nicht Ryan, nicht mal um dich zu retten. Du blödes Arschloch. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen. Warum sind seine Klamotten wirklich so heftig verschwitzt seit Anfang des Spiels? So richtig schmierig, als wenn er sich in Öl gelegt hat, wie so eine Sardine oder so. Ah, voll. Oh mein Gott. Nee, scheiß drauf. Ey, so hat bestimmt niemand entschieden. Ey, wenn er trotzdem durchkommt, Freunde, wirklich, wenn er trotzdem überlebt oder sie ihn einfach beißt, wa? Dann, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich weiß sowieso so oder so nicht mehr, oder? Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Sind die jetzt hier bei den Ludolfs oder was? Den spielen wir jetzt. Aha, hier, den einarmigen Banditen. Ne? Tja. Du kannst machen Nudeln warm, du kannst machen Nudeln kalt. Ey, die Ludas waren schon geil, ja. Da konnte man noch richtig was lernen, ja. Kochtechnisch. Man muss schon sagen, krass, Alter. Wie finanziert sich, also ja, durch das Camp wahrscheinlich, oder? So finanzieren die ganze Scheiße hier. Das ist schon krass, Alter. Da hinten steht ein Kran, die Autos türmen sich hier ohne Ende Autos. Wo, Alter, in so einem Hinterwäldlerdorf, weißt du? Was ist denn hier los? Drück den Buzzer, drück ihn! Er macht's einfach so. Okay. Ich hab's aufgedrückt. Heftige Anlage auf jeden Fall. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein! Klappe, komm jetzt, gehen wir! Warte doch mal. Was ist jetzt hier oder wie? Warte doch mal. Ja, hier unten können wir auf jeden Fall schon wieder mit überhaupt gar nichts interagieren, nur mit dem Schalter, den wir sowieso drücken müssen. Zwangsweise. Vollmond wieder eingetragen oder was? Ja. Wow. Was? Diese Dreckskerle hatten das alles geplant.
Wow, Wahnsinn. Hinweis entdeckt. Die Geschichte der Hackets. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Wer ist Tee? Mhm. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Das ist wirklich komisch. Wie kann sowas sein? Die fälschen die Bücher, das ist wirklich... Jetzt ist alles klar. Das soll das ein Reifen sein? Das sieht ja ganz komisch aus. Ja, ich glaube aber, das Geheimnis, das krasse Geheimnis wird jetzt hier nicht sein, ne? Oder? Hier vielleicht? Ne. Nee, leider nichts. Ja, Freunde. Oh, achso. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Machen wir nächstes Mal gerne weiter, Freunde, wenn ihr Bock habt, seid dabei und ansonsten, ja, danke fürs Zusehen, Freunde. Danke, dass ihr es mit mir durchsteht, ohne Scheiß, danke dafür. Haut rein, tschüss.